Hallo und herzlich willkommen zurück bei 60 Sekunden. Und ja, ich habe mir vorgenommen, erstmal ein neues Spiel natürlich. Ich habe mir vorgenommen, wir spielen nochmal die Apokalypse. Und zwar werde ich nur jetzt mal einen Durchgang machen. Mal gucken, wie weit ich komme. Ich habe gerade meine Statistik geguckt. Ich kann ja mal kurz zurückgehen. In der Statistik steht, dass mein längster Survival 30 Tage war. Und ja, da werden wir mal dran arbeiten. Auf jeden Fall freue ich mich auf das Spiel. Und ich mache natürlich wieder normal. Und ja, ich bin mal gespannt, was ich mir gefragt habe. Ob immer nur die Mutter stirbt oder ob auch mal ein anderer stirbt. Muss man mal rausfinden. Von daher, ich fange jetzt einfach mal an. Und dann werden wir mal sehen. Holy shit. Radio? Lampe. Mutter. Irgendjemand müssen wir ja auch töten. Nein, natürlich nicht. Ah, das ist wieder da drüben. Rein. Nimm das Ding. L. So. Das ist das fette Kind. Rein da mit dir. Schnell noch den Sohn holen. Brettspiel nehmen wir auch mit. Sohn. Da haben wir noch Wasser. Nimm dir das Wasser. Ganz knappe Kiste wieder. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau, wie viel Wasser ich mitgenommen habe. Oh Mann. Zweimal Wasser, zweimal Essen. Shit. Ich werde wieder nicht vorlesen. So, erster Tag gibt's wieder nichts. Wir haben auch diesmal kein Gift mitgenommen. Mary Jane, ja, fühlt sich safe. Versuchen wir noch einen Tag auszuhalten. Ich schick mal die Dicke raus. Okay. Gerade machen wir mal an. Und Essen und Trinken gibt es noch nicht. So, Radio ist im Arsch. Hä? Okay, alle wollen sie was trinken. Ich habe natürlich wieder einen Haufen Dosen, aber kein Wasser. Ja, sie geht raus. Zwar nicht so aus, als wenn sie jetzt ich mach mal ein bisschen leiser, weil ich nicht weiß, inwiefern das für euch störend ist.
So, sparen wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen Wasser. Also das Radio haben sie kaputt gemacht. Mary Jane went outside. Let's hope the hurry's back soon, ja. Timmy ist okay. Das ist fein. Okay, dann gibt's nichts. Wir haben nichts. Tag 5. Wasser wird knapp. Ich hoffe, da kommt irgendwann mal jemand vorbei. Ja, haben sie wohl. Hat irgendjemand eine Dose geklaut? Okay. Sie halten weiter durch. Aber ich werde ihm mal was zu essen geben. Weil davon habe ich. Also sie können die Nachbarn hören. Give me previous apple juice, but right now we should get some water. Drink something, Ted should drink something soon, ja. Teilt euch das ein, ey. Weil das war's denn, wenn die Dicke nichts zurückbringt, dann, ja. Okay. Also, draußen ist irgendwas Ungewöhnliches, die Erde hat gebebt und draußen bewegt sich irgendwas. Sie haben halt Geräusche gehört. Tag 7, die Tür ging auf. Oh. Grüne Finger, Rotznase. Alter Schwede. Also sie hoffen, dass nicht noch mehr Erdbeben kommen. Okay, nichts macht sie glücklicher, als dass Mary Jane wieder da ist. The local school is a big building, a mile away. Nobody likes that place. The atomic blast didn't change it now. Also sie war, oh, sie hat Wasser mitgebracht, sehr schön. Also sie war in der Schule, eine Meile entfernt. Und in der im Biologieraum hat sie ein Aquarium hat Aquariumwasser abgefüllt in zwei Flaschen. Okay, der PE-Teacher, weiß ich nicht, was PE ist, war wohl ein Veteran. Ah ja. Granat, Bazooka und eine Menge Orden gehabt. Und eine Gasmaske. Wenn das Local Scout Team hat, hat halt wieder diese Bücher ausgelegt. Und das hat sie auch mitgebracht. Ey, sie ist richtig gut, ey. Okay, also eine Map. Also eine Map von der ganzen Sache haben wir auch noch. Mary Jane braucht ein bisschen was zu essen. Mary Jane geht's dann auch nicht so gut, die ist übel. Timmy ist gut. Das ist fein. So, dann gebe ich ihr mal was zu essen. Er kriegt mal ein bisschen was zu trinken. Ich glaube, die beiden halten noch durch.
Gut, wir packen wieder unseren Rucksack. Radio haben wir leider nicht, weil das haben sie jetzt zerstört. So, sie sieht immer noch scheiße aus. Nese Sarili, keine Ahnung, was das heißt. Aber, ja. Mary Jane sollte was trinken. Ted ist fein. Timmy, ja, den geht's gut. Er fragt sich halt nur anscheinend, wie lange das dauert. Mary Jane, ja, sie braucht was zu trinken. Dolores braucht was zu essen. Also, sie will trinken. Sie will essen. Ah, das meintest du, glaube ich. Ja, sie werde ich jetzt erstmal heilen. Und diesmal geht Dolores raus. Frisst mir zu viel. Mal gucken, was. Ich hätte jetzt gern die Gasmaske. Ah, sie hat sie mitgenommen. Okay, ihr geht's wieder besser. Das freut mich. Ja, den Fehler habe ich letztens gemacht. Ich hätte das anklicken müssen. Mary Jane ist raus. Timmy ist gut. Well. Es ist 5 Minuten her, seit er das gesagt hat. Dolores ist. Cool, Dolores geht's besser. Und Ted braucht was zu trinken. Okay, kann ich verstehen. Also, er kriegt was zu essen, zu trinken. Und sie kriegt ein bisschen was zu essen. Dem Jungen gebe ich jetzt mal nichts. Und Wildlife, ja, alles leuchtet. Ja. Guck mal ein bisschen im Boy Scout. Vielleicht hilft's da. Vielleicht findet man eine Lösung oder so. Ich denke mal, die Pussy hat sie abgesetzt. Okay. Ein Nest von leuchtenden Käfern. Mary Jane geht's besser. Die wird's überleben. Okay, Ted geht's dann, also er braucht was zu trinken. Ihm geht's gar nicht so gut, deshalb kriegt er Essen und Trinken. Was ist das? Ach so, das war der Verbandskasten. Männer vom Mars. Also sie fühlen sich sicher, aber sie wissen, draußen ist scheiße. Oh, jetzt hängen sie aber alle durch hier. Also sie haben versucht, Symptome anscheinend zu ignorieren. Sie haben versucht, 1 oder 2 Stunden zu schlafen. Hatten aber kein Glück. Gary Riders away or save us from radiation sickness. Ja, sie brauchen jetzt was zu trinken. Alle ziemlich. Ja. Wasser, Wasser, Wasser. Essen, Essen, Essen. Wenn die Dolores da nicht bald zurückkommen. Ja,
Ja, du kannst das gerne mit rausnehmen. Kannst du mal gucken, ob du damit jemanden bedrohen kannst mit der Lampe? Park 12. Oh, die hängen immer noch da wie ein Schluck Wasser. Obwohl wir kein Wasser mehr haben. Ah, okay, er hat geguckt, also sie haben geguckt mit der Lampe, was da, es war ein Hund. Und ein Schwein haben sie über Nacht lassen, drinnen gelassen. Aha. Okay, Timmy geht's gut. Mary Jane, es geht's gut eigentlich. Was mit Ted? Ja, geht nichts Besonderes vor mit ihm. Ja, den kriegen sie jetzt auch nicht. Ich hab auch nichts mehr. Also sie halten ihre Augen und Ohren offen und sie wollen anscheinend gucken in den Ruinen oder einen netten Nachbarn finden, der ihnen helfen kann. Irgendwie so verstehe ich das jetzt. Wie gesagt, mein Englisch ist da nicht so das Beste. Ich will jetzt nicht ständig meine Freundin fragen. Momentan ist sie eh nicht da. Okay, denen geht's also gut. Sie brauchen nichts. Und Dolores, die Dreckige, die kommt einfach nicht weiter. Ja. Ist es das Risiko wert? Also, sie haben Pilze gefunden, die in der Nacht leuchten. Und da sie jetzt nur wenig zu essen haben, ob das eine gute Idee ist, die zu essen. Ja. Weiß ich nicht, ja, esst mal. So, 2 Wochen sind rum. Der Vater ist übel von den... Okay, also sie haben gelernt, Tomatensuppe ist ihr bester Freund, in Mushrooms eher nicht. Okay, Timmy ist bekam irgendwas. Also Timmy hat Regentropfen oder irgendwelches Wasser aufgefangen und hat dran geleckt, nehme ich an. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, hat er sie mit irgendwas infiziert. Und ja, sie brauchen halt Wasser. Ich weiß es nicht. So, er kriegt ja mal... Geht gar nicht mehr. Ja, hier. Tomatensuppe ist auch gut. Boah, nee, nicht hier. Boah. Einfache Ration für jeden. Und ich gebe ihr das letzte Wasser, also. Leider kann ich den Kasten hier nicht anwählen. Da natürlich auch nicht. Das hat alles schon die Dicke verbraucht. Oh Mann.
Jetzt kommt sie wieder. Alter! Hat sie wenigstens was mitgebracht? Hat sie wenigstens. The Lowe's come back. Ja. Oh. Der hat einen langen Weg zu machen zu den Docks. Okay, also sie hat irgendwas mit dem Wasser. Also sie waren im Warenhaus. Die See war, also die See war sehr aufgewühlt, glaube ich. Hat das halbe Ding überflutet. Ja, sie hatten Container. Nothing, also war nichts Wichtiges. War es full of Ammo. Ja, super. Mary Jane, geht's besser? Timmy, something to drink? He's looking well. Dolores really loved to eat something. Dolores got ill. Dolores is really tired. Ted is really cursed. Also, durstig. Ja, dann kriegt Dolores hier mal den Rest. Wie gesagt, ich kann hier nicht mehr raufklicken. So, und dann war's das. Ted is not on condition rauszugehen. Ja, es kann keiner rausgehen, da brauche ich auch keinen Rucksack packen. Okay, also sie sehen keine Hoffnung mehr. Können wir nur hoffen, dass jetzt noch nicht. Ja. Dass jetzt irgendjemand an der Tür klopft. Und wir die Munition eintauschen können gegen irgendwas anderes. Also sie fighten weiter, also sie kämpfen weiter, aber sie wissen nicht wie lange. Mary Jane didn't cause any trouble today. Also sie wird, alles regt sie auf. Wir könnten Timmy verlieren, wenn er nicht langsam mal was trinkt. Und Dolores auch. Also sie brauchen dringend Wasser, ich habe aber nichts. Es tut mir ja leid. Ja, und ich kann auch keinen rausschicken, weil sie alle schon fertig sind. Scratching on the door. Der Hundefreund ist zurück. Ja, essen ihn. Also, eine Bestie hat angeklopft an die Tür, es hat gekratzt an der Tür. Sie dachten, oder ja, der Hund ist halt zurück, aber es war eine Bestie und ja, ich würde den essen. Jetzt ist wahrscheinlich jemand tot, oder? Oh Mann, der Vater. Wo ist der Sohn? Okay, also Ted ist gestorben auf Dehydration. Okay, also Timmy ist verrückt geworden. Und hat sich verpisst, hat auch nicht zurückgeschaut. Wasser ist alles, was Dolores will. Wir haben aber leider nichts. Und ich kann auch keinen rausschicken. Kann den Rucksack trotzdem mal packen. Wir haben auch kein Radio. Was macht sie hier? Den Hühnertanz oder was? Ja, hätte da das Radio nicht kaputt gemacht, dann könntet ihr jetzt hören, ob da irgendjemand was sagt. Getting something to drink for Mary Jane. Dolores eaten for a while. Also, Dolores hat
Brauch irgendwas zu trinken, hat länger nichts gegessen. Ich habe aber nichts. Ihr hättet mal dieses Viech essen sollen. Ja, und ich kann auch keinen rausschicken, weil sie alle extrem scheiße drauf sind. Ich denke mal, das Ende, ja. Die Dicke hat überlebt. Der Rest ist gestorben. Nein, 19 Tage. Überlebt. Ja. Ich glaube, sie wurde gerettet nach 19 Tagen. Kann das sein? Ich müsste das jetzt mal nachschauen, was das heißt, das Wort. Würde mich natürlich freuen. So, ich werde jetzt gleich noch eine neue Runde spielen. Und diesmal versuchen, mehr Lebensmittel einzupacken. Das seht ihr dann aber erst in den kommenden Tagen bei mir. Und bis dahin denke ich, hoffe ich zumindest, dass es euch gefallen hat. Und ja, lasst mir einen Kommentar da, wie euch das Spiel gefällt, ob ich es weitermachen soll. Ich mache es auf jeden Fall weiter, egal was ihr sagt. Aber ein kleines Feedback wäre echt cool von euch. Nichtsdestotrotz mache ich jetzt Schluss und sage Tschüss, so rum. Und ja, wir sehen uns bei einem anderen Video oder bei einer neuen Folge von 60 Sekunden. Macht's gut, ciao, euer Isa.